Wenn es um innovative Eingabemöglichkeiten für Flugsimulatoren wie zum Beispiel den Microsoft Flight Simulator geht, dann ist Honeycomb Aeronauticals ganz zweifelsfrei sowohl am PC als auch an Xbox Teil davon. Heftige Turbulenzen sorgen aktuell leider dafür, dass das Unternehmen in Schieflage gerät. Weshalb man am Horizont jedoch auf Lösungen hoffen darf, sehen wir uns hier in diesem Video einmal genauer zusammen an. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Wer sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos über ein Honeycomb-Produkt informieren möchte und das Ganze auf Google eingibt, der bekommt beispielsweise einen Link zur Herstellerseite. Möchte man diesem Link folgen, um sich über die Produkte zu informieren, ist die Seite aktuell leider nicht erreichbar. Wenn wir beispielsweise in diverse Shops reinsehen, die die Produkte anbieten, so erkennen wir relativ schnell, dass vieles sehr stark reduziert ist. Hier beispielsweise mit minus 32% bei den Honeycomb Alpha Flight Controls oder auch beim Bravo Throttle. Die Charlie-Pedalerie gibt es nach wie vor nicht. Warum das so ist, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und das ist jetzt gar nicht shop-spezifisch, sondern das zieht sich durch so gut wie alle Shops, die aktuell Produkte des Herstellers verfügbar haben, so zum Beispiel auch hier. Auffällig bleibt immer wieder, dass die Charlie-Pedalerie bei keinem verfügbar ist, die an und für sich schon hätte vor Monaten erscheinen sollen. Und genau das scheint ein ganz interessanter Punkt zu sein. Ein Shop bietet hier beispielsweise eine Vorbestellmöglichkeit an für eine limitierte Menge, die als Erstproduktion eintreffen soll, voraussichtlich ab März, April 2024. Worüber sprechen wir denn jetzt hier ganz genau bei eben dieser Produktfamilie? Das Ganze besteht aus insgesamt 4 Komponenten und kann sowohl an Xbox als auch an PC angeschlossen werden. Neben der starken Optik und der tollen Funktionalität ist der plattformübergreifende Gedanke natürlich ein Vorteil. Man hat sich kluge Lösungen wie zum Beispiel den Xbox Hub einfallen lassen, der auch zertifiziert wurde. Also das Ganze ist auch Xbox zertifiziert, ist ja ganz wichtig. Darüber wird das System dann zusammengeführt und nur mit einem Kabel angeschlossen. Eigens entworfene Covers sind schöne Ergänzungen und bereits angekündigte Flight Displays sollen der nächste große Schritt werden. Nun hat der Gründer von Honeycomb, Niki, ein sehr, sehr langes Statement auf Facebook abgegeben, Stand 27.01.2024. Darin geht er sehr, sehr detailliert auf die aktuelle Situation ein. Wer sich den Artikel in Gänze durchlesen möchte, ich verlinke euch alles entsprechend unten in der Videobeschreibung, werde die wichtigsten Punkte aber jetzt hier zusammenfassen. Die erste Idee für das Startup entsprang 2012. So richtig starten konnte man mit einem entsprechenden Partner dann im Jahr 2016. In dem Artikel schildert Niki, also der Gründer von Honeycomb, dass Mitte des Jahres 2022 plötzlich bei seinem Geschäftspartner finanzielle Schwierigkeiten aufkamen. Trotz eines Rekordjahres schloss man mit negativem Ergebnis ab. Die ganze Situation eskalierte dann im Juli 2023, als festgestellt wurde, dass das gesamte Geld, das für die Charlie-Vorbestellungen und deren Vorproduktion angedacht war, woanders hingeflossen ist. Das Chaos war perfekt, man trennte sich. Und nun ist auch klar, weshalb die Charlie-Pedale bisher noch nicht ausgeliefert wurden. Um die extremen Turbulenzen jetzt so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen, arbeitet man an mehreren Finanzierungsvereinbarungen. Im engen Austausch mit der produzierenden Fabrik und in Gesprächen mit mehreren großartigen Unternehmen, so heißt es im Artikel, ist man offensichtlich davon überzeugt, Honeycomb wieder auf den gewünschten Kurs zu bringen. Teil des Artikels ist natürlich auch ein großes Verständnis dafür, dass viele Kunden verärgert sind. Offen bleiben jetzt auch noch kleinere Fragen, wie zum Beispiel, wird Honeycomb auf der diesjährigen Aero 2024, die vom 17. bis 20. April in Friedrichshafen stattfindet, ausstellen? Im vergangenen Jahr, also 2023, waren sie noch fester Bestandteil der Messe. Es ist vermutlich nicht unwahrscheinlich, dass man die Prioritäten in diesem Jahr etwas anders setzt. In der Hallenübersicht für 2024, wir sprechen hier über 90.000 Quadratmeter, wird auch in diesem Jahr wieder in der Halle A6 die sogenannte Flight Simulator Area Teil der Messe sein. Wenn man einen Blick auf das sogenannte Ausstellerverzeichnis wirft, fehlt hier Honeycomb leider. Was aber noch nichts heißen muss, denn zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos ist diese Liste noch nicht komplett und kann jederzeit ergänzt werden.
Abschließend bleibt für mich die Hoffnung, dass Honeycomb wieder auf den richtigen Kurs zurückfindet und seine Abläufe in den Griff bekommt. Falls ihr Fragen oder Ergänzungen zum Gezeigten habt, nutzt bitte sehr gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Auch dann, falls ihr eure eigenen Erfahrungen mit Honeycomb hier teilen wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.